Hey Leute, ich bin Tichy und willkommen zum Let's Play von Tomb Raider. Part Nummer 2. Wir sind auf der Suche nach Nahrung. Und gucken wir uns ganz einfach mal. Wow, da ist Essen. Essen. Frau gegen Wildnis. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Okay. Den Bogen könnte ich halt echt gebrauchen. Was ist das? Da sind... Oh, Pfeile. So. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Ich brauche eine Wow, Waffe. fuck. Aber das ist echt ein Zufall, dass hier gleich ein Bogen in der Nähe ist. Aber so sollte das auch sein. So, jetzt aber ganz vorsichtig. Ich schaffe das. Ach so, okay, jetzt habe ich es kapiert. Ich. Jetzt. Komm her! Provisorischer Langbogen. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Ah, gib mir mal noch ein paar Pfeile. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Okay. Was ist das da, dieser Traumfänger? Aha, Geistesjägerin, aha. Also noch mehr Pfeile. Dann suchen wir mal einen Hirsch. Bin ich hier überhaupt richtig? Noch nichts dergleichen entdeckt. Aber Tiere befinden sich generell an Wasserquellen. Wow. Oh, sie kann ihn nicht ewig lang halten. Oh. Hi. Was? Bleib stehen. Ups. Nein. Ich habe gedacht, ein Schuss würde ausreichen. Es wäre so Prophet-like. Okay. Hey, was geht? Hilft ihm leider auch nicht. Zurück zum Lager. Ein Fähigkeitspunkt. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Was ist das bloß? Totems. Egal, zurück zum Lager.
Ups. Frage ist, wie viel habe ich noch? 15 Stück, okay. Haben wir das Tier gehäutet? Okay, hier sind wir. Sie guckt in die Richtung, warum? Ich sehe da drüben was. Ah, ein Köcher. Warum nicht, ne? Ist da irgendwas in der Luft? Leuchtet hier irgendwas goldig? Nee. Nur unser Ziel. Überlebensinstinkte. Okay, wir wissen ja, wo das Lager ungefähr ist. Es ist ja da. Die Umgebung sieht echt schön aus. Seht ihr das? Manchmal guckt sie so zur Seite. Sieht sie dann irgendetwas hier? Irgendwie ein Hinweis? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass diese Traumfänger oder Totems hier rumhängen. Und hier ist unser Quartier. So, okay. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay. Fähigkeitsstufe Anfänger. Tierisch. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Okay. Das haben wir jetzt, ne? Erfordert einen Fähigkeitspunkt, das haben wir nicht. Jäger, sicherer Schuss. Aha. Ja, ja, man kann sich wie immer personalisieren hier. Also es gibt Jäger und Überleben. Diese zwei Sorten gibt es. Alles klar. Gut. Das ist Jäger-Upgrades, da haben wir halt gar nichts. Okay, zurück. Lager, geschützter Grat. Fähigkeitspunkte nicht verfügbar. Kategorien ansehen, da sind eigentlich nur diese beiden. Naja, okay. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay. Jetzt also klettern. Assassin's Creed ruft. Da leuchtet was. Da oben leuchtet was. Wie komme ich da hin? Über die andere Seite. Und Musik höre ich auch, ja. Hallo? Ist jemand hier? Das gefällt mir nicht. Da kommt Mucke von da unten. Vielleicht sind die hart am Feiern. Vielleicht ja hier lang. Verdammt. Natürlich. Natürlich schließt sich die Tür von selbst. Und wir dürfen hinabsteigen. In eine Gruft, wo irgendeine spirituelle Mucke läuft. Naja.
mache ich bloß? Das weiß ich auch nicht. Oh Gott. Das ist verrückt. Eine Kiste. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Okay. Sieht so aus wie ich morgens. Gut. Wow, No-Masken. Aha. Ja, ja, es gibt also viele Sachen, die man einsammeln kann. So Dokumente. Und, Bunker. Erkunden Sie den Bunker. Jop. Die Musik klingt furchtbar. Oh, noch was. Erinnert mich irgendwie an indische Musik. Ich brauche was zum Aufstimmen. Oder wir zünden das Ganze einfach wieder an. Oh nein. Was denn? Oh, Essen. Etwas provisorisch, aber in Ordnung. So, alles klar. Dann öffnen wir auch diese Tür jetzt damit. Und weiter in die gute Stube. Ja. Wo sind wir? Okay. Die Frage ist halt echt. Jetzt kommen wir wieder raus. Ist der Bunker vorbei oder was? Na, noch nicht ganz. Ist hier noch irgendwas? Nein. Um die Fackel auszumachen? Sam? Freunde oder Feind? Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Was macht er hier? Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Matthias.
Warum gehen sie, ohne mir Bescheid zu sagen? Oh! Gott, ist das fies! Was denn ernst? Oh Mann, woher denn jetzt? Oh, oh. Nein. Boah. Wow. Die Empfindlichkeit ist noch etwas zu niedrig. Verschwindet, ey. Noch einer. Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ra? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Roth, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Und weg ist er. Neues Lager entdeckt. Haben wir schon Fähigkeitspunkte? Wo fange ich an? Okay. Okay, ist hier irgendetwas? Eine Kiste oder sowas? Nö, ne? Okay, wir müssen dahin. Was sollen wir anzünden? Dazu bräuchte ich eine Fackel. Und go! Ah! Was ist das? Bergungsgut. Aha. Waffen-Upgrades auszuführen. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Oh, voll sind wir schon. Wow! Nein! Ey, Mann! Ich bin zu schlecht für die Quicktime-Events. Na, das gibt's doch nicht. Oh, gleich. Okay. Oh, da sind Pfeile. Okay, wir sind voll. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Oh, noch mehr Pfeile. Achso, scheiße, ist schon voll. Okay, hier erwarten uns diese Wölfe gleich, okay. Oh, noch einer. Nein! Nein, 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 nein.
Boah. Waren das alle? Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja, genau, Doktor. Alles frei, Lara, komm rauf! Warum werden so die Wölfe markiert? Kann ich mit denen was machen? Da kann ich XP auch, ich kann die auch häuten, ne? Alles klar. Na okay. Oh, da ist Bergungsgut. Bergungsgut. Ich kann auch so Bären sammeln und sowas. Na okay, gehen wir erstmal zu unserem Doktor. Der ganz einfach so losgestratzt ist. Ohne uns Bescheid zu sagen. Ist hier irgendwas an der Seite? Auch ein kleines Lager. Gut, aber das brauchen wir nicht. Das Tor ist uralt, aber der Mechanismus. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, wir brauchen einen Griff. Was ist das für eine Kiste? Okay. Axt nicht stabil genug, alles klar. Nur ein bisschen mehr. Okay. Ah, hier. Wow. Nein. Verpisst euch. Wow. Ey, Mann, ich verrecke. Lara, hau ab! Boah, gut. Die sind fies. Die sind ganz schön fies, Mann. Gefallen mir überhaupt nicht. Ich finde sie scheiße. So, Bergungsgut. Wir brauchen noch ein bisschen was, um die Axt abzugraden. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Goldenes sehen. Nö. Wen beten die wohl an? Weiß ich nicht. Weiß nur, dass sie krank sind. So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. Schein, so ein Schrein. Finden sie ein Lager? Das ist doch, hier ist auch gleich eins. Irgendwo. Ah nee, das ist ein anderes. Und da können wir das anzünden. Wir holen unsere Fackel raus und zünden das Ding da an. Und da ist auch noch was. Whitman ist total hysterisch. Wow, zu viel Text. Moment. So, das müsste reichen. Geht's hier noch höher? Nein, anscheinend nicht. Okay, wir brauchen ein Lager. Befindet sich da eins. Es muss eigentlich auch gleich hier eins in der Nähe sein. Aber das ist egal. Wir laufen erstmal dahin, um das zu upgraden, diese Axt. Okay. Wohl, da ist ein Lager.
Okay, Bergungsgut. Ausrüstung. So, verstärkt die Stemmark, sodass sie zum Bedienen von Kohlen tauglich ist. 50 Ringe, oder was das ist, 50 Ausrüstungspunkte. Gut. Jetzt ist sie stärker. Okay, Ausrüstung und Fähigkeiten. Diese zwei Sachen haben wir. Naja, geht ja klar. Dann öffnen wir das erstmal. Alles klar? Soll's losgehen? Ja. Aber bevor es überhaupt richtig losgeht, beende ich erstmal hier mit diesem Part. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, Leute, ich bin Sushi und ich hoffe, wir sehen uns. Ciao!